Was in Ihrer Recherche war für Sie noch am eindrücklichsten, was Herrn Lauterbach angeht, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich habe in der Corona-Zeit gesehen, dass er sozusagen bereit ist, den Leuten direkt ins Gesicht zu lügen, wenn es ihm passt. Und natürlich kann sich jeder mal vertun, aber bei der Menge an Fehlern, die ich gefunden habe, gehe ich inzwischen halt von Vorsatz aus, ne? Also, herzlich willkommen, Herr Kubo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview genommen haben. Ja, gerne. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Verleger eines nach Ihnen benannten Verlages, der laut Webseite Sachbücher zur Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie und Sprachwissenschaft veröffentlicht. Sie sind selber Student der Philologie, ist das richtig? Ja, Altphilologie oder klassische Philologie. Okay, und Sie haben Anfang Dezember 2022 eine Serie über den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begonnen. Und diese erstreckt sich mittlerweile auf 5 Folgen und enthüllt wichtige Details über seinen Lebenslauf. Kürzlich haben Ihre Recherchen bis in den Mainstream geschafft. In einem Artikel fassen Sie Ihre Recherchen wie folgt zusammen. Ich zitiere: Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach ist zwar de jure Arzt, hat aber de facto als ein solcher nie gearbeitet. Karl Lauterbach nennt sich zwar Wissenschaftler, jedoch verflüchtigen sich die Nachweise für seine wissenschaftliche Tätigkeit bei genauerer Betrachtung. Karl Lauterbach ist auf dem Papier zwar Professor, hat aber die sonst allgemein üblichen Voraussetzungen für eine Professur nicht erfüllt. Zitat Ende. Wir werden in unserem Gespräch die einzelnen Stationen des Herrn Lauterbachs durchwandern, also seine ärztliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als Wissenschaftler, seine Tätigkeit als Professor und seine Lehrtätigkeit. Bevor wir das aber tun, würde ich Sie gerne fragen, wie kamen Sie dazu, sich so intensiv mit der Person Lauterbach zu beschäftigen? Ja, ich habe Karl Lauterbach in der Zeit ab 2020 beobachtet. Er hat in mir ein Störgefühl ausgelöst. Dem Störgefühl bin ich aber nicht wirklich nachgegangen. Und nach der Bundestagswahl wurde immer wieder gesagt, Lauterbach ist der geeignetste Minister. Und dieses Störgefühl wurde dann ja in eine Handlung umgeleitet. Ich habe dann angefangen, sozusagen seine Äußerungen mal sehr genau unter die Lupe zu nehmen und habe dann ein kleines Büchlein dazu auch veröffentlicht unter dem Titel Apokalypse mit einer Einleitung von Werner Rügemach, der sich auch schon mit ihm beschäftigt hat. Ja, und es kam immer wieder die Frage auf, ja, was stimmt denn überhaupt an seinem Lebenslauf? Viele Kritiker haben immer geraunt, gesagt, es stimmt doch alles nicht. Er tut nur so. Er gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Und was mich verwundert hat, ist, dass viele auch engagierte Autoren sich ihn noch nicht vorgenommen haben. Während andere, wie beispielsweise Annalena Baerbock, regelrecht zerrissen wurden. Natürlich auch ohne Konsequenzen. Aber es hat mich sehr verwundert, dass Leute zurückgeschreckt haben, als es um Karl Lauterbach ging. Und nach seiner Wahlernennung zum Gesundheitsminister vereint Lauterbach ja wirklich reale Macht auf sich. Deswegen hielt ich es für wichtig, einmal diesem Akteur ein bisschen auf die, ja, auf die Finger zu klopfen. Das haben Sie ja nun auch getan, relativ ausführlich. Beginnen wir doch vielleicht mal bei Karl Lauterbach, der Arzt. Sie zitieren in einem Artikel den Präsident der Bundesärztekammer, der sagt, Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt. Was meint er damit genau? Das Verhältnis von Karl Lauterbach zur Ärzteschaft ist wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man mit Ärztevertretern auch über ihn spricht, erntet man ja, die verschiedensten Reaktionen. Aber die Reaktion, die selten kommt, ist, er ist wirklich einer von uns. Und wenn man jetzt einfach mal auf die rechtlichen Voraussetzungen anguckt, um sich Arzt nennen zu können, dann wird es halt wirklich interessant. Und Klaus Reinhardt hat das gesagt, weil er genau weiß, wie das bei der Ärzteschaft ankommt. Wenn man sich die Stelle anguckt, die ist auch bei YouTube, sieht man, dass Leute auch spontan applaudieren.
Aber er spricht auch etwas an, was sich auch in der Biografie von Lauterbach wiederfindet. Das erste Interessante ist, dass Lauterbach erst im Jahre 2010 approbiert wurde. Und die Approbation ist eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt als vollverantwortliche Tätigkeit am Patienten zu arbeiten. Er hatte also sein Medizinstudium schon viel früher beendet, sozusagen. Genau, genau. Und heute ist es so, dass die Approbation recht schnell nachgeholt wird. Aber das Interessante ist bei Karl Lauterbach eben, dass die Zeit des Arzt im Praktikums bei Lauterbach gar nicht zu finden ist in seinem Lebenslauf. Und er hat sozusagen dann approbiert worden zu einer Zeit, wo das gar nicht mehr nötig war. Und 2010 war er Ende 40. Und während viele andere seiner Kollegen direkt nach dem Studium das Arzt im Praktikum gemacht haben, um dann eben die Approbation zu erlangen. Und die Approbation ist halt keine Kleinigkeit. Er hat gegenüber Gregor Gysi gesagt, er könne halt privatärztliche Rezepte schreiben. Schmunzelnd. Aber de facto sagt er damit, er hat keine Kassenzulassung. Und wenn man anguckt, was für Voraussetzungen sind, sich Arzt zu nennen, die sind halt voraussetzungsreich. Ich kann mich nicht Arzt nennen. Es geht einfach nicht. Und erst seit 2010 darf er das. Mhm. Der Nachweis ist auch, dass er in dieser Tätigkeit auch nie am Patienten gearbeitet hat. Und er gibt das, wenn man sich Zeugnisse anguckt, wo er gefragt wird. Es gibt einen Ausschnitt bei Thilo Jung, aber auch in der Talkshow irgendwie 2012 oder 2013 bei Stuckrad Barre. Da sagt er, wann war das letzte Mal, wo du einen Patienten behandelt hast? Oh, das ist ganz, ganz lange her. Das heißt, die Nachweise, die viele, viele Praktiker einfach haben, wenn man sich jeden anderen Kritiker anguckt, wie Herrn Schrappe man nehme jeden weiteren, die hat er einfach nicht. Und dann kann man sich die Zeugnisse angucken, wo er über die Zeit redet. Im Grunde genommen gibt es halt nur einen Zeitabschnitt, wo das nachweisbar ist, dass er am Patienten gearbeitet hat, in der Zeit im Ausland. Und das ist halt kaum zu überprüfen, was er da genau gemacht hat. Es wirft also Fragen ohne Ende auf, was das eben heißt. Ja. Gleichzeitig nimmt er sich nicht raus, bei jeder Kleinigkeit die Ärzteschaft zu kritisieren. Das ist ihm natürlich unbenommen, aber es ist schon was anderes, wenn man halt selber in dem Feld wirklich jahrelang gearbeitet hat, mit Patientenverantwortung, mit voller Haftung und mit der Erfahrung, die einige andere halt haben. Das ist schon mal ein Ding, finde ich. Da hat er ja auf jeden Fall mit Herrn Drosten was gemeinsam, der ja auch mal meinte, kommen Sie bloß nicht zu mir, wenn Sie krank sind. Ich habe noch nie Menschen behandelt, da haben Sie was gemeinsam. Aber da sind wir ja auch ein bisschen bei dem Thema seines Studiums. Es gibt ja auch nicht ganz eindeutige Aussagen darüber, wo und wie er eigentlich studiert hat. Habe ich das richtig verstanden in Ihren Recherchen? Ja, also sein Studium ist für Aachen belegt. Er hat auch eine Doktorarbeit geschrieben, die ich auch gesehen habe. Die ist ja auch im Jahre 90, 91 geschrieben bzw. auch veröffentlicht worden. Das kann man also nicht formal kritisieren. Inhaltlich kann man sicherlich das eine oder andere dazu sagen. Aber es fällt halt danach eine Zeit an, etwa an den Ende der 80er, wo er sozusagen bis 95 sich laut eigener Aussage ununterbrochen in den USA aufgehalten hat. Und man kann sagen, dass er einfach sehr, sehr lange studiert hat. Sein Medizinstudium steht fest. Das hat er mit dem Abschluss beendet. Aber es gibt in seinen Harvard-Abschlüssen bis heute die Unklarheit, was denn jetzt die genauen Schwerpunkte waren. Es gibt das berühmte Zeugnis seiner Ex-Frau Angela Spelsberg, die gesagt hat, er sei gar kein Epidemiologe, er habe keine Epidemiologie studiert. Und es gibt einen Faktencheck von AFP, wo die in Harvard mal wirklich nachgefragt haben, was ist denn jetzt der korrekte Abschluss gewesen? Und er weicht eben von den Angaben ab, die er auf seiner Homepage gemacht hat. Er schreibt beispielsweise Schwerpunkt Epidemiologie, aber das sagt der Registrar der Harvard University bzw. der Harvard TH Chan School gar nicht. Das Jahr weicht auch ab. Er gibt an 92, aber der Registrar sagt 91. Und seine Doktorarbeit, wenn man sich die anguckt, seine zweite Doktorarbeit, steht eindeutig drauf, dass er Health Policy and Management den Abschluss erlangt hat. Und klar, wer Medizin studiert, studiert auch Anatomie. Aber
ein Mediziner ist dann nicht gleichzeitig ein Anatom. Mhm. Er hat halt Kenntnisse in Anatomie. Mhm. Und die Frage ist eben, ob sich aus seinem Studium heraus so einfach ableiten lässt, dass er wirklich ist, was er vorgibt zu sein. Mhm. Er wird ja oft als Epidemiologe benannt oder betitelt. Genau. Und es scheint ja doch fragwürdig, inwiefern er wirklich mehr als Grundkenntnisse über die Epidemiologie hat. Ja, also die Epidemiologie selber ist ja ein komplexes Feld. Er beruft sich, beziehungsweise auch diverse Faktenchecks berufen sich eben auf den Namen seines Instituts. Der heißt Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Mhm. Aber dieses Institut heißt erst seit 97 beziehungsweise 98 so. Mhm. Und ob man von einer formalen Benennung auf Kompetenzen schließen kann, das würde ich eben auch, würde ich auch mal hinterfragen. Und klinische Epidemiologie ist auch nicht gleich Epidemiologie. Mhm. Also es ist auch interessant, wenn man anguckt, wer wirklich Epidemiologe ist und in welchen Veröffentlichungen die erschienen sind. Wenn man sich die Top-Journals anguckt, da hat Lauterbach keinen einzigen Beitrag platziert. Mhm. American Journal of Epidemiology, es gibt da Rankings von den Zeitschriften, die kann man sich ja angucken und mit der Liste abgleichen. Und ich würde halt erwarten, dass wenn man sich wirklich so nennt und sagt, ich bin wirklich der Experte hier, dass man halt ein paar Beiträge da auch platziert hat. Ne? Aber in der Zeit bis 98, die ja für die Berufung relevant war, findet sich sowas halt nicht. Mhm. Das bringt uns zum zweiten Punkt, den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Karl Lauterbach, der Wissenschaftler. Sie sagen, vor 1997 gibt es mit Ausnahme außer den Dissertationen keine wissenschaftlichen Einzelleistungen von Herrn Lauterbach. Was haben Sie da rausgefunden? Ja, es ist halt interessant eben zu gucken, was er eben selber sagt. Also zunächst steht da seine Angabe in der Homepage. Das ist auch die Antwort, die mir der Pressesprecher weitergeleitet hat, auf die Nachfrage nach einer vollständigen und von Lauterbach autorisierten Publikationsliste. Die fängt erst bei in den 2000ern irgendwann an. Das heißt, Lauterbach verfügt selber entweder über kein eigenes Publikationsverzeichnis, was jeder, der irgendwie was auf sich hält, irgendwie prominent auf seiner eigenen Seite platziert. Mhm. Oder er will es halt nicht veröffentlichen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Denn sonst könnte er das ja einfach sagen. Mhm. Aber wenn man sich dann anguckt, was er dann wirklich publiziert hat und das einmal mit den Angaben aus der Bewerbung in Tübingen vergleicht, die ich einsehen konnte im Archiv, dann sieht es halt sehr dünn aus. Vielleicht müssen wir kurz klären, warum Tübingen? Warum haben Sie in Tübingen angefragt? Ich bin nach Tübingen gegangen, weil Lauterbach sich auf eine Professur beworben hat im Jahre 1995 und tatsächlich auch in Tübingen berufen wurde. Mhm. Und diese Angaben, die er in einer Bewerbung gemacht hat, enthält auch eine Publikationsliste, die man als einschlägig werten kann, weil sie eben von ihm selber stammt. Und er wollte hier auch nichts schlechter reden. In einer Bewerbung stellt man sich ja so gut dar, wie es geht. Das heißt, man kann annehmen, dass das, was da drin steht, wirklich alles ist. Wenn man jetzt aber einmal diese Angaben nimmt und dann die einschlägigen Datenbanken abgleicht, dann sieht man, das, was wirklich einen als Wissenschaftler auszeichnet, nämlich wirklich erstrangige Publikationen in Top-Journals, da hat er halt vor 97, 98 nur sehr, sehr wenig vorzuweisen. Und es gibt inzwischen sehr ausgeklügelte Metriken. Man kann das natürlich auch wieder kritisieren. Metriken bilden ja was ab, was sozusagen ohne Inhalt ist. Aber wenn man jetzt die Spielregeln des Systems einfach anguckt, dann steht halt einfach nicht sehr viel da. Mhm. Und die Publikationen sind aber halt das Wichtige. So, und jetzt verbindet man das mit seinem Auslandsaufenthalt, wo er wirklich viele Jahre an einer Top-Universität war. Man würde erwarten, dass er diese Zeit nutzt, um neben seiner zweiten Dissertation wirklich anzustreben, dass er wirklich anstrebt, die erstrangigen Publikationen halt zu schreiben. Mhm. Aber es findet sich einfach nichts. Mhm. Wir sind die Liste auch durchgegangen. Ich habe natürlich ein paar Helfer, die mir da die mit Fachkenntnis halt dann raufgeblickt haben. Und einer hat das jetzt mal durchgesehen. Vor 97, 98 gibt es halt zwei Publikationen als Erstautor, die in einer Fachzeitschrift erschienen sind. Und selbst die könnte man sagen, das sind halt nicht die Top-Journals. Ne? Hm. Einmal war das die allererste Ausgabe eines Journals, die dementsprechend auch gar keinen Impact-Faktor haben kann. Ne? Hm.
Das heißt, wenn man jetzt innerhalb der Spielregeln des Systems guckt, kann man sich fragen, was hat der Mann eigentlich gemacht? Und das zieht sich halt so durch. Ne? Alles, was er da reingeschrieben hat, wenn man das ein bisschen ansticht, das zerfällt halt wie ein Luftballon, den man halt ansticht und der halt dann zerplatzt. Ne? Das ist, ja. Und was krass ist, ich gebe mal einfach zwei Beispiele aus seiner Publikationsliste. Er hat in seiner ersten Bewerbung in Tübingen gesagt, dass er 4 Bücher hat. Aber kein einziges Buch war zum Zeitpunkt der Bewerbung erschienen. Er schrieb dann im Erscheinen, im Druck. Und von den 4, die er da angegeben hat, ist lediglich ein einziges erschienen. Und das ist halt ein Sammelband, wo er selber Herausgeber war. Also es ist keine vollwertige Buchpublikation, wo man jetzt selber dran schreibt. Ein zweites Beispiel, er hat geschrieben, dass er einen Beitrag in einem Sammelband geschrieben hat, der im Druck ist. So, und wenn da steht im Druck, heißt das, das Ding liegt gerade bei der Druckerei und es wartet eigentlich nur darauf, nur noch fertig produziert zu werden und dann ausgeliefert zu werden. Die einzige Chance, dass das halt nicht mehr passiert, heißt, der Verlag ist pleite gegangen oder die Druckerei ist zusammengestürzt. Also, dass das nicht stimmt, ist sehr unwahrscheinlich. Also, dass das sozusagen sich als nur als Fehler herausstellt, der nicht bei Lauterbach liegt, die Wahrscheinlichkeit geht halt gegen null. Ja? Also der ist nie erschienen, dieser Sammelband, oder wie? Nee. Dieser Sammelband ist auch nie erschienen. Er hat einen Co-Herausgeber angegeben, den habe ich natürlich auch gefragt, was ist denn damit gewesen? Ja. Der hat mir auch bestätigt, das Ding lag halt in der Verantwortung von Herrn Lauterbach, aber er hat es halt nicht fertiggestellt. Aber wenn er gleich schreibt, im Druck, dann suggeriert er der Kommission, hier ist was fertig und ja, im Grunde genommen warte ich nur noch selber darauf, dass die Druckerei mir halt das Belegexemplar schickt. Ja. Und es gibt halt ja ganz klare Termini. Ne? Du hast ja auch ein Buch geschrieben und du kannst ab einem bestimmten Punkt ja sagen, es ist halt im Erscheinen. Das heißt, wir wissen, der Verlag hat es angenommen. Er will das herstellen, hat mir quasi das zugesichert, vertraglich, dass es erscheint. Und es gibt dann einen Punkt, ab dem man weiß, ab dem ist der Druck angelaufen. Mhm. Das kann man da feststellen. Ne? Mhm. Und hier sagt er halt, es ist im Druck, aber es erscheint halt nichts. Kann man ja heute nachprüfen. Mhm. Dann gibt es einen Fall, der war mir auch schon bekannt, aber den hatte ich vergessen. Sie schreiben darüber, dass er halt gar nicht ein Autor von hochqualitativen Studien ist, also doppelblind oder randomisiert kontrollierten Studien. Aber es kommt wieder dieser Fall Sibutramin, der auffällt, auf den ja auch schon mal angesprochen wurde, auch im Fernsehen von Herrn Günther Frank, glaube ich. Ja, was ist da eigentlich passiert? Was war da? Also diese Episode würde ich wirklich jedem empfehlen, anzusehen. Man kann das komplette Interview bzw. diese Talkshow ansehen, aber auch einen Zusammenschnitt, den Achkut Pogo gemacht hat, in der Rückschau. Also es sind halt mehrere Sachen. Das erste ist, das ist die einzige RCT-Studie, wo Lauterbach als Autor beteiligt war. Das heißt, wenn er wirklich praktische Erfahrung gesammelt hat, dann ist das Einzige, wo er sozusagen das bewiesen hat. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, Sibutramin ist halt nachher vom Markt genommen worden. Das heißt, diese RCT-Studie hatte ein Medikament als Untersuchungsobjekt, das sich als so schädlich herausgestellt hat, dass es vom Markt genommen wurde. Und wenn man sich jetzt den Talkshow-Ausschnitt anguckt, steht halt einmal Karl Lauterbach da, damals nur Abgeordneter, natürlich noch nicht Gesundheitsminister, und Günther Frank, der als sehr kritischer Hausarzt ist, mit eigener Praxis, aber auch sozusagen medizinischer Publizist, der ihn damit konfrontiert, dass sein Institut dieses Medikament eben zur Zulassung empfohlen hat. Da kommt von Lauterbach die Aussage, das stimmt gar nicht, habe ich nicht gemacht, was einfach eine glatte Lüge war. Ich habe mir das dreimal angeguckt, um mich zu vergewissern, und auch die Quelle nachgelesen. Steht halt wirklich drin, das wird zur Zulassung empfohlen. Und hinten steht es nochmal drin, dass das in so einem Flussschema, würde ich auch nachher mal verlinken, damit sich jeder das auch mal selber angucken kann. Er lügt ihm halt wirklich ins Gesicht. Und Frank sagt, ihr Büro hat mir die Leitlinien selber zugeschickt. Steht das doch drin.
Und er streitet das ab. Und da sieht man, wie er halt reagiert, wenn er mal wirklich von jemandem konfrontiert wird, der Ahnung hat. Guter Frank ist ja dafür zuständig, Leitlinien patientengerecht zu interpretieren und umzusetzen. Das heißt, man kann davon voraussetzen, dass er halt in der Lage ist, zwar nicht selber Studien in den Journals zu platzieren, aber die Leitlinien interpretieren kann. Und wenn er, der schon kritisch nachgefragt hat, dass ihm da so ins Gesicht gelogen wird, das ist schon erstaunlich. Das würde ich auf jeden Fall jedem, der hier zuschaut, sich das nochmal empfehlen, sich das zu Gemüte zu führen. Mhm. Und wenn man es einmal gesehen hat, wie er agiert, dann sieht man es halt überall. Das erinnert mich ja auch an den Ausschnitt, der passt sehr gut dazu, wo er im Fernsehen sagt, die Wahrheit bedeutet den politischen Tod. Ja. Vielleicht passt es dazu, dass es manchmal ihm gar nicht möglich wäre, die Wahrheit zu sagen, wie in dem Fall. Ja, natürlich, das ist natürlich eine sehr überspitzte Aussage. Ja. Aber warum ihn nicht mal immer mal beim Wort nehmen? Immer wenn er eine Sache sagt, die man halt anzweifeln kann, ihm mal darauf hinweisen. Ich finde das Messen an eigenen Maßstäben halt immer die effektivste Bewertungsmethode. Ne? Mhm. Ja, und ich habe halt versucht, in der Serie das halt mal zu machen. Ne? Was stimmt denn eigentlich? Mhm. Also im Grunde genommen kann man diese Aussage einfach über jeden Absatz schreiben, um sich dann nochmal dran zu erinnern. Ne? Mhm. Ja, das ist auch ein Aspekt, den auch andere immer sehr stark kritisiert haben. Er ist einerseits ja Politiker, aber er hat das Image des Wissenschaftlers immer noch. Mhm. Obwohl jeder, der ein bisschen dem Tagesgeschehen sich beschäftigt, weiß, dass das halt zwei komplett verschiedene Bereiche sind. Mhm. Aber fragwürdig ist eben, wie er dieses Image eben halten konnte. Mhm. Fachleute sprechen das ja ab, aber die Presse nicht. Mhm. Ja. Es kam seiner Rolle als Corona-Erklärer ja auch sehr zugute. Dass er dann teilweise nicht als Politiker geladen wurde, aber eben als Wissenschaftler. Ja. Und ja, das ist, ja, entpuppt sich halt eben als verheerend, ne? Das ja. Naja, und das entpuppt sich ja auch als ein Image, was bei näherer Betrachtung nicht der Wahrheit entspricht, dass er in dem ja. Sinne ein hoch angesehener Wissenschaftler ist, der viel publiziert hat und wirklich Wissenschaft betrieben hat. Ja, und man nehme auch die wirklich unsäglichen Attacken auf Fachkollegen. Ich nehme da mal einfach als Beispiel Herrn Schrappe. Es ging Mitte 2021 ja darum, was stimmt denn jetzt eigentlich an diesen Intensivregisterzahlen? Und Herr Schrappe hat ja mit seiner Arbeitsgruppe da ein Papier vorgelegt, was das hinterfragt hat. Und Tom Lausen hat da ein ganzes Buch drüber geschrieben mit Walter von Rossum, um einfach die Datenbasis des Ganzen zu hinterfragen. Und sie können halt, man kann ja die Zeugnisse einfach gucken. Ne? Als erstes, was kommt, ist wirklich ein totales Abwatschen. Mhm. Sagt einfach, ja, das ist doch einfach unethisch, was der macht, das ist widerwärtig. Ich weiß jetzt nicht den exakten Wortlauf. Auf jeden Fall hat er sich sehr, sehr abfällig darüber geäußert. Und der Bundesrechnungshof hat sowohl Lausen als auch der Schrappe-Arbeitsgruppe ja wenig Zeit später ja im Grunde recht gegeben, dass da was schiefgelaufen ist. Ne? Mhm. Und es kommt halt überhaupt nicht zu einer Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens. Und ja, wenn er dann wirklich selber was dazu geleistet hätte, das aufzuklären, dann würde ich ja sagen, dass das Abwatschen, auch wenn das natürlich formal fragwürdig ist, eine inhaltliche Berechtigung gehabt hätte. Aber hat es ja einfach nicht. Ne? Er wurde später bei Bild TV interviewt. Und da wird einfach, ja, das muss man irgendwie aufklären. Aber er ist jetzt selber dafür verantwortlich, die Sachen eben mal aufzuklären. Und wenn man ihn an dem eigenen Maßstab eben misst, dann ist das fragwürdig. Ne? Mhm. Ja. Dann gehen wir mal weiter und kommen zum Karl Lauterbach, dem Professor. Und ich habe diese Aufzeichnung selber gesehen. Es gibt einen TED-Talk von ihm in Englisch, wo ich beschreibe mal, was er sagt ungefähr, in der er sowas sagt, wie er hätte sich selber eine Professur erschaffen. Und dann gibt es auch Gelächter im Publikum. Was ist da eigentlich geschehen mit dieser Professur? Also es ist viel noch im Unklaren, was genau da geschehen ist. Also das Erste ist natürlich eine Überspitzung. Mhm.
man sollte Lauterbach auch hier wörtlich nehmen, aber man sollte natürlich nicht den Charakter seiner Äußerungen in dem Kontext heraus gewaltsam entfernen. Aber der Kern der Aussage scheint mir wahr zu sein. Das Fach Gesundheitsökonomie ist erst mit einiger Verzögerung in Deutschland wirklich akademisch etabliert worden. Und Lauterbach war eine Schlüsselfigur, so wie mir scheint, im Wissenschaftsbetrieb, um dieses Fach in Deutschland zu etablieren. Das heißt, dass er Einfluss genommen hat auf die Schaffung der Kölner Professur, ist anzunehmen. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was für eine Professur ist es und wo ist die? Also die Professur, heute ist das eine Professur für klinische für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie in Köln. Aber der Anfang dieser Professur ist ein bisschen im Wagen. Also wir wissen, es gab einen Verein, der aus der Industrie, aber auch aus verschiedenen Lobbygruppen halt Geld gesammelt hat, um die Anschubfinanzierung für diesen Lehrstuhl vorzunehmen. Lauterbach war damals Geschäftsführer dieses Vereins. Und als Geschäftsführer dieses Vereins wird er zwangsläufig Einfluss genommen haben. Also das ist halt nicht auszudenken. Dieser Verein existiert eben, Verein zur Förderung der Gesundheitsökonomik, so hieß der. Den gibt es heute nicht mehr, kann man im Vereinsregister nachlesen, der ist 2003 eingestampft worden. Das heißt, das ist schon mal, kann man schon mal annehmen. Dieses Institut wurde dann als ein sogenanntes An-Institut an der Universität Köln gegründet im Jahre 97. Man kann eben annehmen, dass Lauterbach in dieser Zeit von 95 bis 97 Einfluss drauf genommen hat, wie Professur ausgestaltet wird. Die Universität sagt natürlich, nein, das stimmt nicht. Das ist ein breiter Konsens gewesen. Der Senat musste das beantragen und das Ministerium musste zustimmen. Das ist auch korrekt. Das ist der formale Prozess, den so ein Institut nehmen muss. Aber das widerlegt halt nicht, dass Lauterbach Einfluss genommen hat. Dann ist es so, dass es, anders als Lauterbach halt sagt, tatsächlich drei Bewerber gab. Einer ist abgesprungen und Lauterbach hat sich gegenüber einem zweiten Bewerber dann durchgesetzt. Das heißt, Lauterbachs Narrativ stimmt selber halt noch nicht mal. Ne? Und das sagt er meinte, dass er der einzige Bewerber war, oder wie? Genau. Ja. Aber die Universität sagt eindeutig, dass das halt nicht so war. Ne? Sie sagt halt, das entspringt der anekdotischen Erzählweise seines Vortrags, aber de facto sagt Lauterbach einfach etwas, was nicht stimmt. Ja. Und wenn man sich jetzt anguckt, was ein Professor halt machen muss, ein Professor lehrt, ein Professor forscht und ein Professor publiziert. Man kann in allen drei Punkten Abstriche machen, wenn man sich genau anguckt, was Lauterbach halt getan hat. Man kann jetzt sagen, das Institut wurde halt Drittmittel gefördert, die Universität ist raus. Der sollte gar nicht lehren. Aber spätestens 98, wo die Förderung halt eben staatlich ist, muss man diese Kriterien eben einfach mal an ihn anlegen. Und auch dann kann man auch seine Publikation durchgucken. Er hat wirklich sehr viel geschrieben, aber wie viel davon hat er wirklich als originaler Forscher geleistet? Und was ist tatsächlich nur ein Meinungsartikel? Dann kann man sich angucken, wie sieht denn seine Lehrtätigkeit aus? Und da gibt es Phasen, wo belegt ist, dass er einfach nicht da war, obwohl die Zeugnisse im Vorlesungsverzeichnis suggerieren, dass er da gewesen sein müsste. Und das Interessante ist hier, es gibt einen Artikel aus der Ärztezeitung aus dem Jahre 2002, den sein heutiger Pressesprecher Hanno Kautz geschrieben hat. Aha. Wo eindeutig zitiert wird aus einem Brief der Fachschaft, die sich darüber beschwert haben, dass Lauterbach mehr oder weniger drei Semester in der Lehre abwesend war. Das heißt, er steht drin im Vorlesungsverzeichnis, das kann man auch nachlesen, die Universität Köln hat alles digitalisiert. Aber wenn die Aussage der Fachschaft stimmt, und die Fachschaft macht sowas nicht einfach so, wenn mehrere Leute es unterschreiben und sagen, der war nicht da, dann muss das halt stimmen. Es gab doch auch einen offenen Brief von Studenten, die sich über die Qualität seiner Vorlesung beschwert haben, oder? Das ist der Brief.
Ach so. Und Hanno Kautz zitiert diesen Brief, das heißt, er muss ihm vorgelegen haben. Ja, und ich weiß auch, dass dieser Brief existiert. Er ist mir auch bestätigt worden. Ich habe das Datum und alles. Und es wurde auch behandelt. Aber der Fakt steht einfach, er war halt nicht da. Ne? Mhm. So, und das Dritte ist, er forscht. Und da steht halt inhaltlich die Frage, ja, was hat er denn genau geforscht? Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Sibutramin-Skandal hinzunimmt, wie gut war diese Forschung? Mhm. Das sind alles Fragezeichen, die normalerweise jemand beantworten können müsste. Ne? Mhm. Aber er schweigt halt dazu. Das ist, ja. Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Pressesprecher und der war zu der Zeit Redakteur? Oder wie kam es, dass er jetzt... Ja, er ist Schreiber gewesen. Hanno Kautz war ja nachher auch sogar bei der Bild-Zeitung. Er ist nachher ins Ministerium gewechselt. Aber er ist von seiner Ausbildung her, kennt er sich natürlich auch mit, wie das journalistische Geschäft läuft. Ne? Mhm. Artikel aus der Ärztezeitung, da steht genau dran. Also es steht halt in einem Absatz dran. Es ist halt eine Homestory auch von Lauterbach. Und es belegt einerseits, dass er ihn halt sehr lange kennt. Er weiß, was gelaufen ist in Köln. Er könnte also sich nicht rausreden, dass er das nicht weiß. Mhm. Ne? Weil er den Artikel ja geschrieben hat. Er kann ja nur schreiben, wenn er die Quelle auch gesehen hat. Ne? Ja. Aber es ist die Bestätigung, dass es diesen Brief halt gibt und dass der halt auch, weil er wörtlich daraus zitiert, dass der tatsächlich existiert. Ja. Und gibt es denn Belege oder Hinweise darauf, dass er wirklich Lehrveranstaltungen durchgeführt hat? Ja, also wenn Sie bei Herrn Trappe gucken, der schreibt für den Tagesspiegel, der hat sich auch den Lauterbach angesehen, der hat im Institut nachgefragt, wie sah es denn aus? Und Herr Trappe schreibt, dass Herr Lauterbach am Ende, je mehr er Berater von Ulla Schmidt geworden ist, er so alle 2 Wochen mal im Institut aufgetaucht ist. Da hat er dann seine Veranstaltung abgehalten. Aber so wie es aussieht, kam er montags an, hat er seine 1,5 Stündchen abgehalten, ist dann abgedüst. Ne? Mhm. Tja, und für welchen Zeitraum? Wir haben es jetzt belegt für 3 Semester. Wir haben das Zeugnis von Thomas Trappe. Wir haben den Brief aus der Fachschaft, der von Hanno Kautz bestätigt wird. Und ich habe das Zeugnis von einigen, die gesagt haben, dass er das halt wirklich nicht gemacht hat. Mhm. Und da stellt sich halt die Frage, welche Charakteristika eines Professors treffen dann halt noch zu? Ja. Na, aktuell scheint es nicht so, als würde überhaupt nur 1 von den 3 zutreffen. Man muss jedenfalls im Detail immer prüfen, was halt stimmt. Ne? Ja. Also diese Vorlesung, die er da montags abgehalten hat, da war er ja da. Ne? Mhm. Es ist ja auch belegt, dass viele ja in seinem Kölner Institut einen Abschluss erlangt haben. Das gab es ja einen Studiengang. Mhm. Nur wie viel die von Lauterbach gesehen haben, das ist halt die Frage. Ne? Ja. Da gab es ja andere Personen, die Lehre übernommen haben. die könnte man da mal fragen. Ne? Ja. Aber ja, bisher trauen sich da nicht viele zu. Nicht jeder will sich auch dazu äußern. Ne? Ja. Dann gibt es zu diesem Institut bei Ihnen den Punkt, dass Karl Lauterbach in einer Bewerbung angab, dieses Institut, schätze ich mal, kommissarisch geleitet zu haben, das zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Was ist da passiert? Lauterbach gab in seiner Bewerbung an. Bewerbung für die Uni Tübingen, oder? Für die Universität Tübingen. Mhm. Man kann es chronologisch eben genau feststellen. Die erschien am 10. Dezember 1995. Ja. Dass er zum 1. Dezember 1995 die kommissarische Leitung des neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie übernommen habe. Ja. Und diesen Institutsnamen wandelt er in der Bewerbung noch 2-mal ab. Einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie, einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie, Medizin und Gesellschaft und einmal heißt es Institut für Gesundheitsökonomie, Mensch und Gesellschaft. Ja. Dass er da die kommissarische Leitung übernommen hat. Aber wenn man der Pressemitteilung der Universität Köln folgt, dann ist die formale Gründung frühestens Ende Dezember und die juristisch vollständige Gründung im Februar 1997 erfolgt. Oh, viel später. So, und da ist jetzt die Frage, was stimmt jetzt? Es gibt ein Zeugnis aus der Deutschen Ärztezeitung,
die sozusagen darüber berichtet, dass dieses Institut jetzt gegründet ist. Kann man heute auch noch nachlesen. Und die Chronologie passt halt nicht genau. Und das ist jetzt eine Spekulation. Ich vermute, jeder wusste, dass Lauterbach damals Geschäftsführer dieses Vereins war. Und das dürfte auch sozusagen in der Landschaft bekannt gewesen sein. Aber so genau wusste man es halt dann doch nicht. Und er hat das reingeschrieben, um ein bisschen zu bluffen. Und hat dann gesagt, 1. Dezember, das würde ja auch passen, wenn man die Vereinsgründung halt nachvollzieht. Das Ding ist 1995 auch gegründet worden. Und die Leute wussten, ach, irgendwo da, da wird er schon irgendwie das geleitet haben. Ja. Aber mit der Chronologie geht es halt nicht überein. Wenn das Institut am 1. Dezember nicht gegründet war, kann er auch nicht kommissarischer Leiter gewesen sein. Und für die Benennung als An-Institut fehlt die formale Zustimmung des Ministeriums, die Ende 96 oder Anfang 97 erst erfolgte, was ich weiß. Und das ist halt dann, wenn ich sozusagen mit meiner Vermutung recht habe, ist es eine Lüge nach dem Entweder-Oder-Schema. Also eins von beiden muss zutreffen, aber kann halt nicht. Und das ist halt schon krass, weil er sagt damit in einer Bewerbung, ich bin Leiter von etwas, was ich halt nicht bin. Ja. Ja. Also er schmückt sich auch hier jedenfalls vermutlich mit Lorbeeren, die er noch nicht hat oder wo unklar ist, ob die überhaupt passieren. Also später ist er ja Institutsleiter gewesen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und wie in einer Bewerbung üblich, ist es ja durchaus gewünscht, dass die Leute sich so gut darstellen, wie es geht. Ich meine, ich würde auch das, was sehr negativ in meiner Karriere ist, auch nicht hervorheben. Das ist ja klar. Aber auch innerhalb des Systems gibt es Spielregeln. Und eine Spielregel lautet, soweit ich das sehe, dass man in einer Bewerbung keine Falschangaben machen darf. Und natürlich kann sich jeder mal vertun, aber bei der Menge an Fehlern, die ich gefunden habe, gehe ich inzwischen halt von Vorsatz aus, ne? Dass er das halt bewusst gemacht hat. Vorsatz kann man immer schwer beweisen. Muss ich also als meine Meinung deklarieren, dass ich das als Vorsatz empfinde, was ich da sehe. Aber die Anzahl der fragwürdigen Dinge ist überdurchschnittlich. Was in Ihrer Recherche war für Sie noch am eindrücklichsten, was Herrn Lauterbach angeht, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Also, ich habe in der Corona-Zeit gesehen, dass er sozusagen bereit ist, den Leuten direkt ins Gesicht zu lügen, wenn es ihm passt. Man kann es an unzähligen Beispielen durchspielen. Die also nebenwirkungsfreie Impfung zum Beispiel. Ja, oder er findet dann mal was. Ja, das sind hochkarätige Studien, die es gibt, die dann einfach aus der Luft gegriffen sind. Ne? Oder auch Zahlen. Man kann ja wirklich die Spannweite, also das dann wie die 40 bis, das betrifft alle 40 bis 90-Jährigen. Völlig egal. Und wenn man halt guckt, was steht denn dahinter, stimmt halt, gibt es halt einfach nicht. Ne? Es gibt einen wunderbaren Artikel von Christian Schöps, wenn der Gesundheitsminister der Herzen über wissenschaftliche Studien twittert. Und da haben sich Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, fachlich auch mit seinen Tweets mal auseinandergesetzt. Und wenn man diesen Artikel liest, da kommt einem doch schon ein bisschen kommen einem halt Fragen auf, wie sowas gehen kann. Und was jetzt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was war für mich neu? Für mich war wichtig herauszufinden, ist das eine biografische Kontinuität? Oder gibt es einen Punkt, ab dem das halt immer mehr wird? Und ich dachte vorher, er ist halt ein Professor gewesen, irgendwie. Ja, also irgendwie drin im System. Über die Qualität habe ich mir jetzt keine allzu großen Gedanken gemacht, aber er war schon in Ordnung. Ne? Und neu war für mich eben, dass es halt Muster in seinem Verhalten gibt, die bis in die 90er Jahre halt zurückreichen. Ja. Und das hängt von frei erfundenen Texten, erfundene Zahlen, Lügen, Falschangaben bis hin zu wirklich
einer Suggestionskraft, die ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Und die Frage ist, wie ist er damit durchgekommen? Mhm. Also sämtliche wissenschaftsinternen Qualitätsstandards haben halt versagt. Mhm. Das ist das bisherige Fazit, was ich da sehe, ne? Mhm. Ja. Und es ist ja dann auch, das ist auch eine Frage, die ich mir regelmäßig gestellt habe, also wie schafft man es, eine nebenwirkungsfreie Impfung zu bewerben und dann wenig später zu sagen, ein von 10.000 Impfungen oder wir haben eine schwere Nebenwirkung auf 10.000 Impfungen und trotzdem kann man weitermachen? Das ist ja eigentlich die große Frage. Ja, diesen einen Tweet mit der nebenwirkungsfreien Impfung, er schreibt ja auch noch gratis, das ist ja die zweite Lüge, ne? Mhm. Gratis. Wenn man sich den BioNTech-Jahresabschluss anguckt, nichts ist gratis. Das kostet alles. Das wird immer auch darauf reduziert. Ne? Ja. Und der Tweet steht halt bis heute noch da. Mhm. Also, ich frage mich auch, wie er damit durchkommt. Ne? Und dann wird er immer wieder darauf hingewiesen. Das haben sie dann gesagt. Er sagt, ich lösche selten Tweets, aber man kann da wenigstens löschen, archivieren und sagen, hier habe ich mich geirrt. Mhm. Macht er aber halt nicht. Mhm. Selbst da, wo es nichts kosten würde. Mhm. Er hat es ja zugegeben, mhm. um die interne Konsistenz halt herzustellen. Und auch seine Pressesprecher und seine Berater haben ihm ja vielleicht auch geraten, das zu machen. Mhm. Oder auch nicht. Das ist ja, egal wie man es halt dreht. Entweder sie haben es ihm geraten oder halt nicht geraten. Ne? Beides kann man ja kritisieren, aber er lässt es immer noch stehen. Mhm. Und auch das, dieses Verhalten, habe ich gedacht, das ist halt eine Sache, die sich irgendwie bei Corona verselbstständigt hat. Mhm. Aber wenn man sich auch seine Tweets von früher anguckt, wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es halt immer wieder. Ne? Mhm. Und you cannot unsee it, sozusagen. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja so ein bisschen die Leute, die sich mit dem Corona-Geschehen vielleicht kritisch beschäftigen. Ja. Und auch zum Beispiel die Pandemieplanspiele oder Übungen kennen. Ja. Die kennen zum Beispiel auch Papiere wie das SPAS, wie die SPAS-Übung, in der eigentlich schon sozusagen vorgeplant wurde, dass zum Ende hin des Corona-Geschehens, wenn dann die Nebenwirkungen aufkommen und wenn sich Leute beschweren, dass dann gewisse Köpfe rollen müssen, um sozusagen eine Feigenblattreue oder eine Feigenblattaufarbeitung zu ermöglichen. Und jetzt gibt es auch Leute, die sagen, naja, Herr Lauterbach, der wird dann irgendwann jetzt abgesägt als Gesundheitsminister und wäre ein klassisches Bauernopfer. Wie stehen Sie dazu? Ja, also das Argument ist natürlich im Kern korrekt. Bauernopfer gibt es immer. Die Frage ist eben, ob das hier in diesem Fall stimmt. Ich glaube, nein. Mhm. Das Erste ist eben, also die Metapher finde ich schon schräg. Also die Metapher Bauernopfer heißt, man darf Bauernopfer nie annehmen. Mhm. Aber wer Schachspieler ist, weiß, man kann ein Gambit halt nur dadurch widerlegen, indem man die Bauernopfer auch annimmt. Und Sie sind ja Schachspieler. Ja. Ja. So, und bei Lauterbach würde ich die Metapher noch weiterspinnen. Lauterbach wäre dann ein nicht angenommenes Bauernopfer, das sich schon zur Dame umgewandelt hat und massiven Schaden anrichtet. Ja. Das Zweite ist, Lauterbach hat inzwischen halt reale Macht. Mhm. Ich habe ihn als Abgeordneten deshalb ignoriert, weil er eben nur über die Talkshows multipliziert wurde. Aber inzwischen muss man sich vorstellen, er steht einem Ministerium vor, was mehrere tausend, im Endeffekt mehrere tausend Leute unter sich vereint, die für ihn arbeiten. Das ist nicht nur die Presseabteilung. Er ist ja auch sozusagen der Chef des RKI und des Paul-Ehrlich-Instituts. Und wenn man jetzt die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung hinzunimmt, ist es nicht nur der eigene Gesundheitsetat, es ist ein Etat von über, es ist ein dreistelliger Milliardenetat, für den er verantwortlich ist. Und ich würde halt den Kritikern sagen, das ist halt nur ein Bauernopfer. Ja, dann nimmt es doch, schlagt ihn doch. Denn es ist die notwendige Bedingung für die Aufarbeitung, dass er aus dem Amt entfernt wird, aus meiner Sicht. Und das Dritte ist, wir befinden uns hier in einem asymmetrischen Machtgefüge. Wir müssen uns sowohl mit den Leuten, die vordergründig als die Machtpositionen innehabenden dargestellt werden, auseinandersetzen, als auch mit den Hinterleuten. Man kann sich nicht darauf zurücklehnen und sagen, ja gut, der ist halt nur ein Bauernopfer, also machen wir halt nichts. Ne? So, und das Vierte, was ich dazu sagen will, ist,
Also seitdem ich dieses Büchlein da rausgeschrieben habe, das war jetzt Mai 2022, höre ich das Argument. Aber er ist immer noch da. Mhm. Ja? Also ganz so einfach scheint er ja nicht zu schlagen zu sein. Mhm. Ja, also es ist nicht so einfach. Es scheint mir ein bisschen naiv zu sein, das auf diese einfache Formel halt zu bringen. Und könnte es nicht auch sowas sein, dass Herr Lauterbach so offensichtlich inkompetent auch agiert und ist, dass danach die Bevölkerung gerne wieder einen Gesundheitsminister nimmt, der nur einen Tick kompetenter ist, aber ja, immer noch die gleichen Interessen verfolgt? Die Gefahr besteht natürlich, na klar. Ja. Aber die Schlussfolgerung dann halt, sich nicht damit zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht halt nicht korrekt. Ja. Man muss nicht einfach gucken. Der Mann verkörpert die perfekte Corona-Erklärfigur. Hm. Er hat zwei Doktortitel, er ist berufener Professor, er ist Mediziner und er ist Health Policy and Management Experte, seinen formalen Abschlüssen nach. Und viele, 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 viele Leute haben sich auf ihn berufen. Man muss sich einfach nur angucken, was nach seiner Wahl, Ernennung passiert ist, wer sich alles auf ihn berufen hat. Nicht nur aus der Gesundheit, sondern auch aus der Grünen, von den Grünen. Ne? Und wenn man ihn jetzt an einer Stelle attackiert, die seine wissenschaftliche Integrität betrifft, dann gerät auch die Riege derjenigen, die ihm zugestimmt haben und ihn ins Amt befördert haben, auch in gewisse Erklärungsnöte. Denn die müssen sich dann erklären, wie konnten wir so einen pushen? Wie kann es sein, dass wir das halt nicht gesehen haben? Mm. Denn die wissenschaftliche Integrität ist etwas, was auch heute, also vor allem in der linken Presse, nämlich mit Erschrecken jedes Mal erneut zur Kenntnis, unhinterfragt von Lauterbach selbst übernommen wird. Mm. So, und es ist für mich halt ein Teil der Medienaufarbeitung, zu analysieren, wie konnte es sein, dass ihr da nicht hinterfragt habt. Mm. Aber das ist ja ein Medienphänomen und gleichzeitig, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, haben ja hier Kontrollinstanzen innerhalb des Wissenschafts- und Lehrbetriebs gesagt, die viel früher eine Notbremse hätten ziehen müssen und wenigstens sagen müssen, also bevor wir jetzt hier nicht ganz klipp und klar, keine Ahnung, eine Anzahl von Studien haben als Erstautor oder so und so viel Lehrstunden, kann es jetzt hier nicht weitergehen oder irgendwie sowas, ne? Eben. Und wenn man jetzt den Fall Gutenberg nimmt, der ja als beliebter Vergleichspunkt genommen wird, Gutenberg ist jemand gewesen, der eine akademische Einzelhandlung begangen hat. Da steckt sein Gutachter mit drin, aber die Universität kann sich eben halt sehr leicht sagen, okay, das ist halt jemand gewesen, der einfach ganz, ganz grob die Spielregeln verletzt hat. Die Aberkennung des Doktortitels kann recht leicht erfolgen. Aber hier stecken halt Berufungskommissionen drin, Gutachter. Er hat ein Institut geleitet, was Studenten sozusagen die akademischen Weihen verpasst hat. Einige sind bei ihm im Institut in die Lehre gegangen. Er hatte halt Fachkollegen, die unterrichtet haben. Das ist von der Dimension her eine etwas andere noch. Und man sieht halt, dass einige sich ein bisschen drücken. Die wollen sich halt nicht äußern. Dass das eine etwas andere Dynamik hat als bei einer Einzelhandlung, würde ich sagen. Ne? Wie wenn jemand einfach Mist baut oder irgendwie an einer Einzelstelle plagiiert. Ne? Und das andere, man kann jetzt halt ein paar beliebte Vergleichsfälle annehmen. Für wie viele Leute schon gegangen wurden. Ne? Ein beliebtes Beispiel ist ja Frau Göreau. Also ich bin da ein bisschen ambivalent, weil sie ja an einigen Stellen wirklich nachweislich Textzitate halt ohne Quellenangabe übernommen hat. Aber man kann auch Herrn Kekulé nehmen, der wegen Lehrverpflichtungen allein von der Universität, wie ich jetzt zuletzt gelesen habe, entbunden wurde. Das ist ja eine Sache, die viel, viel geringer ist, wenn auch nur ein Bruchteil der Sachen stimmen sollte, die ich jetzt herausgefunden habe. Ne? Das heißt, das Wissenschaftssystem selber sollte, wenn es, also sollte mit Sicherheit irgendwie ins Reine kommen und das versuchen aufzuklären, was hier gelaufen ist. Ne? Mm.
Gibt es sonst noch Dinge, die wichtig wären, über Karl Lauterbach zu wissen, die der Öffentlichkeit nicht so im Mainstream bekannt sind, die wir noch nicht besprochen haben? Also, es ist natürlich schwierig, wenn man sich immer auf die Person Lauterbach fokussiert, die anderen Akteure im Blickfeld zu behalten. Ne? Mhm. Man sollte immer beachten, wenn man ihn kritisiert, für einige Sachen ist er sein Vorgänger auch verantwortlich gewesen. Ja. Das betrifft jetzt nicht so, ist jetzt keine direkte Antwort auf die Frage. Mhm. Aber bei allem, was wir jetzt hier besprochen haben, er muss einige Sachen tatsächlich ausbaden, die er nicht zu verantworten hat, ne? Auch ja. wenn er sie als Abgeordneter natürlich gepusht hat, ne? Das ist ja. natürlich klar. Ja. Was noch wichtig wäre, ich würde mich freuen, wenn die Kritiker, die von Lauterbach abgewatscht wurden, sich an diesem Prozess der Aufarbeitung beteiligen würden, mhm. weil sie von seiner Kommunikationsstrategie halt geschädigt worden sind. Mhm. Also es ist nicht jemand, der einfach nur in einen leeren Raum wie ein Irrer reinbrüllt. Das, was er sagt, hat wirklich Konsequenzen. Ne? Mhm. Er tut immer so nett. Vielleicht eine letzte Sache. Man kann bei Lauterbach sehr genau studieren, was eine Ankündigung ist und was eine erfolgte Handlung. Er kündigt sehr, sehr viel an. Aber mir ist aufgefallen, viel von dem, was er ankündigt, wird einfach nicht gemacht. Mhm. Und man sollte wirklich sehr, sehr genau unterscheiden, was denn tatsächlich auch angekündigt wird und was dann auch davon umgesetzt wird. Denn viele Versprechen, die ihm Zustimmung im linken Lager geben, haben sich im Laufe der Jahre wirklich als Halbseiden und nichtig erwiesen. Mhm. Also wenn ich richtig informiert bin, war er auch einer der Mitbegründer oder Befürworter des Fallpauschalensystems im Gesundheitswesen. Was ja. war. Ja, man muss natürlich auch gucken, also die Vollkaskoversorgung gibt es halt so nicht. Mhm. Ich bin selber auch ein großer Anhänger der Bürgerversicherung, die er ja auch sozusagen auch popularisiert hat. Aber wenn man sich anguckt, er war in einer Regierung beteiligt, wo ja bis auf 4 Jahre die SPD halt immer drin war. Er hat das immer groß gesagt und er hat immer viel Klatschen gekriegt. Beifall. Aber was hat denn da davon umgesetzt? Ne? Und man kann, genau, und Fallpauschalensystem ist halt ein gutes Beispiel. Es ist halt sehr interessant zu gucken, wen er jetzt zu sich ins Boot holt, um das Ding zu reformieren. Mhm. Wenn er nämlich genau dieselben Krankenhausprivatisierer und Lobbyisten ins Boot holt, dann ja, wird der Versuch, das Fallpauschalensystem zu reformieren, was sinnvoll ist. Mhm. dem Versuch gleichen, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Ja. Mm. Da muss man sehr, sehr genau hinschauen. Aber da gibt es gute Leute, die da halt wesentlich mehr Ahnung von haben. Ich verweise halt immer gerne auf Herrn Schrappe, der ihn ja auch im Hinblick auf die Krankenhausreform genau beobachtet. Mm. Und es gibt gute Leute, die das halt analysieren. Ich würde halt einfach dafür plädieren, diese Leute einfach anzuhören, ne? Was die halt dazu zu sagen haben, ne? Was er denn vorhat. Ja. Ja. Okay, dann danke ich für das Interview und für das Gespräch und für die tiefgehenden gerne. Recherchen. Ich würde vielleicht gerade nochmal für die Zuhörer und Zuschauer sagen, dass wir unter diesem Video und wenn es als Podcast auch anscheinend unter dem Podcast die mehrteilige Serie, die der Karlatan heißt, verlinken, sodass jeder Zugriff auf die Originalquellen hat und Hinweise, die wir jetzt hier besprochen haben und jeder auch nachrecherchieren kann. Und dass wir die Fernsehsendung, die wir mit Herrn Frank auch erwähnt haben, auch verlinken, sodass Leute einfach Zugriff haben auf das, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja, ich würde vielleicht zu Herrn Frank noch eine allerletzte Sache noch. Herr Frank hat im Grunde genommen die Bausteine dafür gelegt, den Karlatan zu dekonstruieren. Mhm. Und hat das in einer Zeit getan, wo das halt nicht beliebt war. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Herrn Huster lese, der sich über Herrn Frank als Irrenhetzer auslässt, Mhm. Da, ich weiß nicht, was ich dazu halt noch sagen soll. Mhm. Das ist so diffamierend, dass dass es mir halt wirklich die Sprache verschlägt. Und Herr Frank ist wirklich einer der Kritiker gewesen, die ihn seit Jahren beobachten. Mhm.
Und auch wenn er jetzt bei Ach gut auf einer Seite schreibt, die politisch, wo ich viele Sachen halt nicht teile, er hat im Grunde genommen das Wesentliche zu ihm gesagt, ne? Kann ich nur sehr empfehlen, ne? Ja, guter Hinweis. Verlinken wir auch nochmal. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und vielleicht bis bald. Ja, gerne, ne?